Hannes Ringelstetter ist Niederbayer mit Leib und Seele. Das merkt man an seiner Musik, an seinen Texten und natürlich lässt er das auch in seiner Fernsehshow immer wieder durchblicken. Und weil er seine Heimat liebt, möchte er auch mithelfen, sie weiterzuentwickeln. Deshalb hat er seinen Tourstopp vor einigen Tagen in Bodenmais dazu genutzt, die Heimatunternehmer zu besuchen. Kreative Menschen, die mit ihren Ideen ihre Heimatunternehmen voranbringen wollen. Ich glaube, dass das immer wichtiger wird, eben regional junge Menschen auch zu binden in der ländlichen Region. Dass nicht jeder Mann, der muss in München eine Bar aufmachen, sondern dass man das hier machen kann, dass man das mit Landwirtschaft kombinieren kann, dass man das mit Handwerk kombinieren kann, mit Gastronomie. Das finde ich genau den richtigen Weg. Und das gehört gefördert und das gehört in die Öffentlichkeit gebracht. Und die Menschen müssen es oder dürfen es dann nutzen und unterstützen. Und das finde ich cool. Und das findet nicht nur er. Seit 2 Jahren gibt es den Stammtisch der Heimatunternehmen mittlerweile im Bayerischen Wald. Rund 30 Macherinnen und Macher haben sich seitdem der Initiative der ländlichen Entwicklung angeschlossen. Weg vom immer nur Lamentieren hin zum einfach selber machen. Solche Stammtische gibt es inzwischen über ganz Bayern verteilt. Das Ziel von der Initiative ist ja, da Unternehmerinnen und Unternehmerinnen unkompliziert und vor allem ein bisschen unbürokratischer zum Unterstützen. Und machen tun wir das, indem wir die einzelnen Leute einfach sichtbar machen, entweder durch Pressearbeit oder halt regelmäßig zu treffen, der Stammtisch einladen, dass sie die unterschiedlichen Akteure einfach treffen, weil ganz viele Synergieeffekte da einfach entstehen. Wir haben angewiesen auf die Akteure vor Ort. Ohne die funktioniert es nicht und wir müssen wirklich sehr, sehr bald umdenken in gewisse Bereiche, damit wir unseren Lebensstil ändern, damit wir sich wieder auf die Werte vor Ort besinnen. Und da haben die Heimatunternehmer natürlich genau die Personen, die man braucht. Letztlich können die Unternehmer einfach ihr Ding machen und das Amt für ländliche Entwicklung unterstützt sie dabei. Wichtig ist den doch meist jungen Heimatunternehmern, sich von der Masse abzuheben, sei es durch Qualität, Regionalität oder die besondere Idee. Wir rösten Spezialitätenkaffee, Kaffee, den wir von kleinen Kaffeebauern, kleinen Kooperativen einkaufen. Die bekommen wir mehr als so im Normalfall, als der Kaffeebauer beim Industriekaffee bekommt. Also unser Gemüsebau sieht so aus, dass wir eine feste Beetstruktur haben und diese Beete nicht mit Maschinen, also mit Motor befahren werden, sondern das Handarbeit ist. Wir haben zum Beispiel die Minze vom Biohof Heng und es ist einfach schön, wenn man Cocktails machen kann, wo regionale Minze drin ist, die nicht das ganze Land geschippert worden ist. Das ist einfach ganz was Schönes. Einen weiteren Fan der Initiative haben die Heimatunternehmen an diesem Nachmittag in Bodenmais auf jeden Fall gefunden. Hannes Ringelstetter hat angekündigt, ihre Entwicklung weiter beobachten zu wollen und auch gerne ab und zu was zu bestellen.